Ja klar sind K.O.-Rundenspiele immer noch mal was anderes. Man weiß, es ist einfach, es geht um alles oder nichts. Und ja, da geht man dann schon im Endeffekt gleich ins Spiel rein wie bei den anderen Spielen. Aber man weiß schon, dass es ja gewisserweise ein anderes Spiel ist, dass ja da einfach alles passieren kann, wenn man da verliert, dass man dann ausscheidet. Ja, wir haben jetzt schon öfters gegen Schweden gespielt, gerade neulich erst beim Algarve Cup, haben einen Spieler gewonnen und eins verloren. Das zeigt auch, dass die Spiele gegen Schweden immer sehr eng zur Sache gehen, dass da immer alles möglich ist. Ja, und gerade im Achtelfinale ist sowieso immer alles möglich und von daher wird es kein einfaches Spiel werden und wir müssen zu 100% von der ersten bis zur letzten Minute da wach sein.